bells, jingle bells, jingle all the way. Nefert, liebe Leute, und willkommen zu irgendwas zwischen S-Vlog und Thai-Vlogt. Ich bin sehr gespannt, wofür ich mich am Ende entscheide, was von beiden es ist. Und wieder einmal bereue ich, Formate eingeführt zu haben, weil doof und so. Aber damit will ich euch jetzt ja nicht lange aufhalten. Das reicht, dass ich mich damit lange aufhalte. Denn heute ist der 29. November 2015. Das heißt, wir haben zwar noch nicht Dezember, aber wir haben ersten Advent. Und was heißt das für Thai? Na? Na? Ich darf endlich Weihnachtssachen konsumieren. Das schließt Musik ein und vor allen Dingen Süßigkeiten. Oh! Und was leitet Weihnachten besser ein als Gewürzspekulatius? Meine liebste Weihnachtsspezialität. Vanillekipferl kommen direkt danach. Mit ein bisschen Abstand dann Zimtsterne. Und im Groben war es das eigentlich. Naja, Plätzchen halt, ne? Die sind immer geil. Aber... Oh. Ich habe jahrelang nur den von Rewe gegessen, weil ich den von Edeka, das ist der Laden gleich um die Ecke, den ich mal probiert hatte, nicht mochte und den von Rewe ziemlich gern. Das ist jetzt aber anderer und der riecht ziemlich gut. Und ich frage mich spontan, ob Koppenrad was mit Koppenrad und Wiese zu tun hat. Oder ob das einfach Zufall ist. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt googeln. Okay, Google. Koppenrad. Hier befindet sich Koppenrad Distributions GmbH und Co. KG. Ach, sehr schön. Wo liegen die denn? In... Horstmar. Wo auch immer das sein soll. Das scheinen aber auf den ersten Blick zwei verschiedene Unternehmen zu sein. Moment, ich befrage mal die allwissende Müllheide. Ja. Nicht die gleichen. Ziemlich interessant. Eigentlich nicht. Aber jetzt geht's erstmal los mit Spekulatius. Gewürzspekulatius, weil Butterspekulatius einfach mal der letzte Müll ist. Leute, die Butterspekulatius essen, sagen auch Router, Linux und töten kleine Kätzchen. Also der von Rewe ist immer noch besser. Vorausgesetzt, die haben immer noch den gleichen. Aber immerhin besser als das alte, was Edeka hatte. Und einfach trotzdem total lecker, weil es ist Gewürzspekulatius. Oh. Da ist ja eigentlich drin. Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Glucose, Fructose-Sirup, Gewürze, 1% Zimt, Salz, Emulgator, Soja-Lecithin, Backtriebmittel, Ammoniumhydrogen, Carbonat, Natriumhydrogen, Carbonat und Kaliumcarbonate. Kann Spuren von Milch, Ei und Scheinfrüchten enthalten. Da ist ziemlich wenig drin. Ich bilde ihm einfach mal ein, das spricht jetzt für Qualität. Oh, darum habe ich fast ein Jahr gewartet. Der Punkt bei mir ist ja der. Ich glaube fast, ich habe es wirklich noch nie erzählt. Was ziemlich komisch ist, weil es eine Story ist, die ich jedem immer erzähle. Aber ich glaube, ich habe es nie auf YouTube gemacht. Ich habe mich verpflichtet, die Besonderheit
der Saisonalwaren aufrechtzuerhalten. Das heißt, zum größten Teil heißt das, keine Weihnachtssachen vor entweder Dezember oder dem ersten Advent. Meistens ist der erste Advent ja auch vor dem 1. Dezember. Aber falls es mal nicht so ist, was ja auch manchmal passiert, dann halt und so, ne? Neulich hatte ich aber gebrannte Erdnüsse. Meiner Meinung nach die viel besseren gebrannten Mandeln. Außer es sind gebrannte Mandeln mit Marzipan aus Lübeck. Oh, ich wäre auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt. Und dieses Jahr mache ich ein Video. Hab zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich hab's mir jetzt vorgenommen. Jetzt muss ich leider einhalten. Oder ich schneide es raus. Nee, S-Vlogs werden nicht geschnitten. Im letzten S-Vlog war genau ein Schnitt. Genau einer. Und den konnte ich kaschieren. Das geht hier nicht, weil ich nur eine Kamera hab. Das war letztes Mal nämlich eine nette Idee, aber ziemlich unnötig. Das war mein Tablet. Was halt hier unten so stand. Ja, das war nicht so der Bringer. Könnt ihr ja mal schreiben, fandet ihr das gut? Ein bisschen Abwechslung im Bild? Oder war das blöd, weil dann halt die Bildqualität immer abgenommen hat, so. Bin ich mal sehr auf eure Meinung gespannt. Diesmal halt nur eine Perspektive. Und auch ziemlich run and gun. Ich habe einfach die Kamera dahingestellt, den Autofokus angemacht. Also, ich hätte mich auch gerne auf die Couch gesetzt. Weil ich doch hieran eher an ein Thai-Vlog-Video denke. Aber erstens, dafür ist mein Inhalt so wenig strukturiert und zweitens ist meine Couch gerade indisponiert, was so viel heißt, wie ich war 2 Wochen nicht hier und habe seitdem auch nicht aufgeräumt und vorher, ja, ordentlich Chaos gemacht. Ich bin froh, dass man in diesem Ausschnitt, den man gerade sieht, nicht wirklich was sieht, außer dass das Hemd nicht im Schrank hängt, sondern auf meinem Sessel, aber ich glaube, darüber kann man noch hinwegsehen, darüber, dass meine Haare mir schon wieder sonst was für... Ach, egal. Wisst ihr was? Meine Haare sabotieren mich jeden Tag. Aufs Neue. Arglistig. Hinterwöhnisch. Süffisant lächelnd. Ich nehm's jetzt einfach hin. Tja. Und dieses mit dem kleine Weihnachtssachen vor Weihnachten ist ziemlich scheiße. Insofern, dass ich Gewürzspekulatius liebe. Über alles. Über wirklich alles. Alles. Ich würde alles dafür tauschen. Alles. Das hat gerade sehr übersteuert. Ich habe das Mikro sehr empfindlich eingestellt. Tut mir leid für eure Ohren. Ich versuche das irgendwie zu fixen. Für die, die Kopfhörer tragen. Das tut sonst weh. Ja. Das Blöde ist ja, dass diese tollen Supermärkte dieses Zeug schon im September hinstellen. Kurz Pause machen für die Halloween-Sachen. Ja. Meine Mutter ist so eine Kandidatin. Die fängt sofort, sobald sie Lebkuchen sieht, auch an mitzunehmen. Soll ich ja auch machen. Aber ich finde das nicht gut. Ich finde, um es nochmal zu betonen, man sollte in der heutigen Zeit, in der man das ganze Jahr lang Gurken hat und Ananas und was auch immer, wo man immer alles hat, immer alles haben muss, sollte man die Besonderheit der Saisonalwaren aufrechterhalten. Spargel esst ihr Idioten doch auch nur einmal im Jahr. Also in einer Zeit im Jahr. Und den kriegt man ja auch ständig. So, klar, nicht auf dem Präsentierteller, weil Spargelsaison, aber wenn man will, kriegt man den immer. Aber immerhin kenne ich auch ein paar Leute, die da völlig einer Meinung mit mir sind. Und zwar, das habe ich erfahren in Solingen. Den Vlog kennt ihr ja alle. Ein toller Vlog. Sehr langatmig, das stört mich selbst. Den würde ich jetzt anders schneiden als damals. Aber tolle Stellen. Da war ich auf dem Podcast-Treffen und die Boomukel von Hit Miss Germany, das Mädel, was direkt neben mir saß, die sieht das nämlich genauso. Das war damals Thema. Das war ja auch irgendwie Ende November, Mitte November, irgendwie sowas. Anfang November. November auf jeden Fall. Und genau, da habe ich mich sehr toll gefühlt,
weil sie das erzählte und ich dann leicht sagen konnte, ja, ich auch. Fühle mich gerade voll toll. Und Kia, meine Freundin, handelt es zumindest so, dass sie Weihnachtsmusik vor Weihnachten vor der Weihnachtszeit nicht hört. Allerdings schon so weit, dass sie wirklich fest daran glaubt, dass das Unglück bringt. Ist ja schon irgendwie niedlich. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie sie das mit Süßigkeiten handelt. Das weiß ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Das war aber lustig. Man kann sie gut in den Wahnsinn treiben, indem man ihr einfach im Frühsommer Last Christmas vorspielt. Hat jedes Mal aufs Neue Spaß gemacht. Es tut mir leid. Spekulatius-Torte. Das klingt ziemlich geil. Ich habe keinen Bock, das vorzulesen, aber ich halte es mal in die Kamera, dann könnt ihr es ja hoffentlich lesen. Aber ich denke auch, dass ich jetzt durch bin. Ich habe was erzählt, was ich erzählen wollte. Der Vlog war wieder viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Euer Tai. Es ist soweit. Ciao. Na, wenn das nicht mal ein wundervolles erster Advents-Special war. Dort oben seht ihr noch mein letztes Video, auch ein S-Log, wo ich eine sehr irritierende Cola trinke. Und dort unten seht ihr zwei Weihnachts-Specials von 2012, die beide auf ihre eigene, sehr verstörende Art ziemlich unterhaltsam sind. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche.